Hallo, da melde ich mich wieder mit dem Bridge Commander Let's Play. Wir spielen nach wie vor mit der Kobayashi Maru Mod und ich habe jetzt mal die besseren Texturen für die Uniform runtergeladen. Leider habe ich den Eindruck, ich habe ja erwähnt, das Spiel ist instabil. Normalerweise würde ich einfach hier auf Spielstand laden und dann hier, wisst ihr Bescheid, aber das stürzt dann immer ab, weil die Spielstände durch die Mod immer etwas korrupt werden, wie man so schön sagt. Deswegen starten wir einfach über dieses praktische Menü hier. In der ungemoddeten Version ist hier der Sofortschlacht-Button. Aber, naja, wir sind dann hier auf jeden Fall in der gleichen Mission. Da muss ich nur drauf achten, es gibt ein paar Missionen, die sind quasi abhängig von dem, was man vorher gemacht hat. Also es gibt sozusagen mehrere Handlungsstränge. Quasi so ein kleines Maßeffekt. und zwar... Ja, da muss ich dann aufpassen, dass ich die am Stück aufnehme, die zusammenhängenden Missionen. Aber naja, wir springen jetzt erstmal in die erste Mission von Episode 3. Und ihr erinnert euch, wir waren zuletzt auf der Dauntless noch unterwegs und haben die Station verteidigt. Und mal gucken, was jetzt als nächstes passiert. Na? Ich hoffe, man sieht das auch direkt mit den besseren Uniformen. Ich habe auch mal die Spiellautstärke etwas angepasst, weil das in der ersten Aufnahme doch sehr laut war, das Spiel. Ja, so, jetzt sollte es aber gleich... Die Ladezeiten dauern etwas länger als in der Verkaufsversion, trotz dieser Mörderrechner. So, jetzt aber die Cutscene. Chief Engineer Brex's personal log, Stardate 55310.5. We returned to Starbase 12, and Admiral Liu informed us that the entire Dauntless crew is being transferred to the Sovereign. Getting a Sovereign-class ship, that's a huge leap for a fourth assignment. Only Commander LaForge has had the luxury of tinkering with this design. Until now. The ship itself is wondrous, but it took me a year and a half to get the Dauntless running like I wanted. I'm just getting started with the Sovereign. But as the legendary Montgomery Scott once said, there's nothing like the impossible to bolster one's miraculous reputation. Captain on the bridge. Sir, we've completed the first pass of all ship essential systems. There are quite a few loose screws, as Chief Brex put it. Loose screws, nuts, and bolts, Commander. Incoming message from Admiral Liu. On screen. Greetings, Captain, and congratulations on your new command. I see you've already settled in. Because of your outstanding service, you and your crew have been selected to lead the investigation into the destruction of Vesuvi. You've been given command of the Sovereign to help in this task. Treat her well. The Sovereign is a fine ship, the first in her class. We refitted her after 5 years in mothballs and commissioned her for this assignment. The Sovereign was a prototype ship, fitted with an experimental shield system which failed during initial field tests. Before you begin, you'll need to take your new ship out on a shakedown cruise. It will give us an opportunity to work out any bugs in the enhanced deflector dish, upgraded sensor palettes, and her regenerative shield system. The Sovereign is equipped with more powerful quantum torpedoes, in addition to the standard photons. Use these sparingly, Captain, as Starbase 12 will be unable to resupply your quantums until a shipment arrives from Earth. Commander Larson has your checklist for the shakedown. I believe you will find it an adequate test of your systems. When you've completed your cruise, return to Starbase 12. Take good care of the Sovereign, Captain. She's a lot of ship, but I'm confident you can handle her. Liu out. I have our checklist, Captain. Running startup sequence now. Main systems powering up, Captain. Impulse and warp engines online. Main deflector and sensor subsystems online. Weapons and targeting systems online. We are being hailed. On screen. Sovereign, you're cleared to leave for your shakedown cruise. Ready to leave space dock on your orders. So, da sind wir wieder. Wir werden natürlich nicht das normale Dosdocken machen, denn wir machen das natürlich wie Captain Kirk. Aber vorher nutzen wir noch die Gelegenheit und bewundern nochmal, was das... Na, da war schon wieder Facebook. Ich muss mir mal angewöhnen, das vorher abzuschalten. Also, was das wunderbare Kobayashi Maru macht. Diese ganzen Schiffsmodelle hier, man kann das jetzt leider so nicht so richtig sehen, aber ich kann auch nicht in die Filmkamera wechseln, weil ich das immer noch nicht umgestellt habe. Hier ist noch eine kleine Änderung. Normalerweise fliegt hier eine Nebula-Klasse rum. Aber das, also die heißt auch Prometheus, aber die Macher haben sich gedacht, von der Mod,
ersetzen wir das doch mal durch die andere Prometheus. Das ist also quasi das einzige gemoddete Schiff, was in der Kampagne auftaucht. So, und wie Captain Kirk das so bevorzugt, der gibt natürlich gleich mal Vollgas beim Rausfliegen, anstatt die blöden Manövrierdüsen zu benutzen. Manövrierdüsen sind was für Kinder. Ach, schön gemacht. Ich muss bei der nächsten Aufnahme dran denken. Ach, wisst ihr was? Ich mach das mal schnell. Die Filmkamera. Wo ist das denn? Ich muss das mal auf andere Tasten legen. Ja, da sind ganz viele andere Sachen. Dann ist das bestimmt bei diverse. Oder man kann das gar nicht umlegen. Da muss ich das mal bei... Dann muss ich das mal bei Fraps umändern. Die Aufnahmetaste. Oder generell die Tasten dafür. Aber auf jeden Fall, auch hier sieht man die gemoddete Brücke. Die hat wesentlich schärfer aufgelöste Texturen. Da steht jetzt Enterprise, aber naja. Und auch bei den Uniformen fällt auf, also jetzt ist der Kommunikator klar als solcher zu erkennen. Und ist nicht einfach nur so ein bunter Fleck. Und das gilt zum Glück für all diese Uniformen, weil es quasi nur 4 verschiedene Körper gibt für jeden. Nämlich... männliche Körper stehend, männliche Körper sitzend und das Ganze nochmal für Frauen. Just a bit shaken. That ride was a little rough, Chief. Can you do anything about it? I think so, Commander. It's the inertial dampeners. One of our graviton generators is operating at 20 millicochrans less than the standard IDF system output. I'll run a diagnostic on it later to track down the problem. I'll be down in main engineering bringing another generator online to compensate. The ride should be much smoother next time. Sehr schön. Jetzt kann man mal sehen, dass die Animationen etwas hakelig sind. Aber ich meine, gut, das Spiel war jetzt nicht dafür gedacht, möglichst flüssige Personenanimationen zu zeigen. Am besten finde ich aber eigentlich immer, wenn sie auf ihren Konsolen rumtippen. Vor allem die beiden vorne, dann kriegen die immer so Alien-Spinnenfinger. Your orders, sir. So, yes, Captain. Wir setzen dann mal... Die hat jetzt gar keine Registriernummer, das ist auch ein bisschen doof. Aber... Rumpel, rumpel. So, schon besser. Auf jeden Fall ist die Brücke viel, viel geiler als die Standardbrücke, die im Spiel eingebaut ist. Das muss man einfach mal so sagen. We've arrived at Savoy 1, Captain. Are we clear to test the tactical systems now? Er ist natürlich voll scharf auf die Waffen. Item on our checklist, Lieutenant, but let's follow procedure, shall we? Erstmal Mr. den Stein da scannen. Sensors online. Has the phaser range target been towed to its position? Yes, Commander. Captain, we should test our sensors by scanning Asteroid Amagon for compositional analysis. Jetzt kommt eine super Stelle. Ich liebe das, was er jetzt erzählt. Initiating scan. Eine wissenschaftlich fundierte Analyse kommt nämlich jetzt. The asteroid is comprised of some nickel and something else. Something else? Hardly a scientific appraisal. I can't tell, Commander. The nickel easily stands out. But the sensors are having trouble identifying the rest of the asteroid's composition. Selbst der Asteroid hat eine bessere Textur. Ensign, hail Chief Brex in Engineering. Jetzt kommt eine tolle Ansicht. Yes, Commander? Chief, we're experiencing problems with the sensors. I know. I think it's the enhanced deflector. Doesn't enhanced usually mean better? It is better in most respects. It has upgraded EM scanners, both wide and narrow angle. The gravimetric distortion package has been updated with the latest imaging data available. Results, please, Chief. I'll boost the warp core intermix ratios to generate more power to make full use of the enhanced deflector and the lateral sensor palettes. Ich hatte vergessen, dass das so dialoglastig ist am Anfang. Much better. Hier passiert so wenig. The imaging is clearing up. I'm reading 45% nickel, 22% uranium composite, 13% iron and 20% ice. Sounds like we've got our sensors working. Captain, the range is out. We're on a collision course. We should commence phaser testing. When we hit the asteroid, Savoy Station will send us telemetry we can use to align the targeting systems. Red alert, shields up. Warum auch immer sie das macht, das ist voll die Energieverschwendung. Wir brauchen nur die Waffen. So, dann lassen wir doch mal den Computer. Engaging to destroy, Captain. Oh. Rex, what's going on with my phasers? All the arrays are firing randomly. I'm working on Torpedos brauchen wir dafür nicht. So I can trace the problem. Das ist schon lustig. Aber auch hier sieht man wieder die Wohltaten der Mod. Bessere Waffentexturen und Sounds. The problem is localized in the phaser function command processor. The rewritable symbolic code algorithms aren't calculating the proper targeting vectors. I'll have to overwrite the old command algorithms and replace them with new ones.
Engaging to destroy, Captain. Shall we move on with the next item on our checklist? We're scheduled to test quantum torpedoes and regenerative shields. Er kann das irgendwie nicht. Ich hätte das Ding schon dreimal zerstört. Captain, I have another vessel on an intercept course. It's the Geronimo. Incoming message from the Geronimo, sir. Open a channel, Ensign. Hi, sir. On screen. Greetings, Commander. I'm Captain Gregory McRae. It looks like you're coming on time. I'm sorry, Captain McRae. I'm not sure. For your tactical systems tests, we could help you out with the weeds. So sieht das aus. Just what exercise did you have in mind? You can't expect to test those systems properly and a few floating rocks. What you need is a moving target, one that'll bite you back. Ich mag ihn. Is that a challenge, Captain McRae? Aye, Commander. That would be the proper term for it, a challenge. So what do you say to a little friendly war game? I'm not sure what the correct protocol is here, Captain, but we're ready if you want to take on the Geronimo. Sie redet sogar mit mir. Natürlich nehmen wir an. Wir haben Excellent, das überlegene Captain. Schiff. I'll have my tactical officer switch to simulation mode immediately. Jetzt ist er auch wieder da. That's fine, Plötzlich. Captain McRae. We'll be ready for you. Felix, switch to tactical simulation mode. Aye, Commander. Simulation mode activated. Entering combat simulation. Weapons set to 1/10 power. Loading dummy Mark IV torpedo casings. Red alert, I heard shields you were quite up. A fighter, ready but to engage, experience. Sir. I'd be happy to give you advice on the finer points of tactical combat. Dann schauen wir doch mal. Das ist einfach ein Klassenmodell. Was steht da drauf? Agamemnon. Wir wollen ihn nicht rammen. Das ist zwar auch eine interessante Taktik, aber das ist nicht so klug. So, ich hoffe, das Spiel ist jetzt etwas leiser. So, hier merkt man schon, die Kobayashi Maru Mod zerstört ein bisschen das Balancing, was die Geschichte mit den Torpedos angeht, nämlich. Denn aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht aus welchem, zählen die Quantentorpedos als quasi Disruptor für das Spiel, also als sich ständig wieder aufladende Waffe. Genauso wie dieser Achtern-Photonentorpedo hier. Und das heißt, wir brauchen die nie wieder nachzufüllen, weil, naja, wir verbrauchen keine. Man kann die zwar, glaube ich, hier auch. Nee, man kann die hier nicht mal wechseln. Das stört natürlich ein bisschen das Balancing, das ist klar. Wir könnten jetzt eine Salve auf ihn abgeben und er wäre wahrscheinlich sofort hinüber. Weil die echt böse Schaden machen. Und die Schadensmodelle sind durch die Mod auch etwas durcheinander. Man sieht es von der Unterseite gleich. Da, das Schiff wird etwas durchsichtig. Könnte man meinen. Aber da kann man gut Taktik dran üben. Hat er jetzt blind gefeuert? Dass er uns überhaupt noch sieht, wundert mich. Und dass er uns ausmanövrieren kann. War ja tatsächlich blind. So würden wir ihn theoretisch aber kriegen. Ich mag die Akira-Klasse irgendwie, die wurde viel zu wenig eingesetzt. Und viele Fans haben sich aber Enterprise beschwert, dass das quasi eine einfach auf den Kopf gedrehte Akira-Klasse ist. Ich glaube, wir beenden das jetzt mal. Geronimo has been Sir, destroyed. You're not yet ready ja. to engage. So viel dazu. Auf einmal ist sie wieder komplett repariert. Try to remember it takes more than a big gun to win a shootout. Experience and skill will always triumph. Kann ihn gar nicht sehen. Schade. Two Klingon birds of prey decloaking dead ahead. One of them appears to be Captain Draxon's ship, the Rancouf. Ja, das ist auch. Their weapons are set to simulation mode as well. Das Klingonen überhaupt so einen Modus Sir, haben, einen Simulationsmodus. Pff. Allies, we could not resist the opportunity to join your brave games. Let us dispense with the formalities and test our true metal under fire. Well then,
This ought to even the odds a bit. No problem. The more the merrier. Stow it, Chief. Just keep everything in proper order and record the amount of simulated damage we do to those ships. Aye, Commander. Entering combat simulation. Weapons set to 1/10 power. Loading dummy Mark IV torpedo casings. Ready to engage, They're sir. Wearing you down. Reassign more power to your shields. Ja, die Klingonenschiffe sind auch wesentlich hübscher als in der Vanilla-Version. Hier merkt man aber auch was wegen... Also erstens sind sie super schlecht, weil ja, mit ein paar von diesen Torpedos sind die schon... Ja, haben wir eben doch. Captain, the Bowie has recorded a simulated warp core breach. They're standing back. Done well, the Bowie, but her captain is young and inexperienced. Schön, dass sie daran gedacht haben, dass die Klingonen Torpedos. Das ist nämlich das Blöde. In der Verkaufsversion sind alle Torpedos gleich. Nur die von den Romulanern sind grün. Ich glaube, die von den Cardassianern sind gelb. Aber die von den Klingonen sind halt die gleichen wie von der Föderation. Dabei sind die doch in den Serien immer so unglaublich rötlich halt. Deswegen ist das hier zum Glück gescheit gemacht. Das Schiff hat realistische Phaser, sodass es keinen Blindspot gibt. Oh, aber unser Schiff ist nicht unzerstörbar, daran sollten wir denken. Die geben immer noch nicht auf, ja? Target's hull has been breached, Captain. Na, wir kriegen es schon noch. Vielleicht ist da auch... Vielleicht handelt es sich auch um einen Bug. Das kommt auch ab und zu vor, dass Skripts nicht richtig funktionieren. Eigentlich müsste sie ja schon längst aufgeben haben. Okay, jetzt gibt er auf. It looks like they picked the right person for the job. I'm not ashamed to say you've given us a right beating. We're standing down. Good luck with the Klingons. Sir, the Rancouf has reported sufficient simulated hull breaches to warrant destruction. Tja, so läuft das. Incoming message from the Klingons. Captain, I salute you. Your ship and crew fight well. So, sehr schön. The rumors are true. Starfleet yes, does have warriors in its ranks. Course laid in. It has been an honor, Captain. Perhaps we will meet again on the field of battle. Now I must return to my duties. Kapla. So, das war das. The Klingon ships have left the system. That's a hell of a way to test a new ship at the end of its shakedown cruise. Ensign, open a channel. Captain McCrae, what's your status? All's well, Sovereign. But I still want a rematch sometime. I think fortune favored you today. Our systems are coming back online. I'll see you back at the starbase.